Heute sind bereits viele ins Osterwochenende gestartet und die Polizei hat heute früh schon mit den Kontrollen begonnen. Auf den Straßen heißt es Aktion scharf gegen Raser und Alkoholenker. Wir haben Beamte bei Schwerpunktkontrollen heute begleitet. Egal ob auf der Autobahn oder bei der Dorfeinfahrt. Die Polizei verstärkt rechtzeitig zum Beginn des Osterwochenendes die Kontrollen auf der Straße. Der heutige Freitag ist ein spezieller Schwerpunkttag. Heute haben wir zusätzlich eine landesweite Schwerpunktaktion, wo alle Bezirke und die Landesverkehrsabteilung gemeinsam kooperieren. Wir haben heute ca. 80 Beamtinnen und Beamte zusätzlich zu den Regeldienstkräften im Dienst. Und wir kontrollieren einerseits auf den Transitrouten verstärkt, aber auch auf dem unterrangigen Straßennetz. Auf den Bundesstraßen und Landesstraßen wird auch von uns verstärkt kontrolliert. Kontrolliert wird eine ganze Palette von möglichen Vergehen. Mithilfe moderner Technik wird in diesem Polizeiwagen der Abstand zwischen den Autos auf der Autobahn gemessen. Auch die Fahrtgeschwindigkeit, wie hier etwa an der Ortseinfahrt in Großhöflein, wird überwacht. Ein besonderes Augenmerk gilt an diesem Wochenende aber vor allem dem Tragen des Sicherheitsgurtes. Weil wir festgestellt haben, bei unserer Unfallanalyse vom vorigen Jahr sind bei den tödlich verunglückten Menschen waren 6 nicht angegurtet. Und das ist für uns ein hoher Prozentsatz und da wollen wir entgegenwirken. Und die Polizisten werden tatsächlich fündig. Bei dieser Kontrolle hat der Autofahrer aufs Angurten vergessen. Trotz der Strafe von 35 Euro findet er es gut, dass die Polizei kontrolliert. Na, das hat mit meiner Strafe nichts getan. Bin ich selber schuld. Natürlich habe ich absichtlich grantig gesagt oder was. Man, heute habe ich vergessen, dass ich mich angurte, aber sonst finde ich das super. Die verstärkten Kontrollen der Polizei dauern noch bis zum Ostermontag.